hier nichts draus. Die meisten dieser Arschlinge hätten sich eingepisst oder wären umgefallen. Halb's Haufen verloren, Alter. Gibt es keinen, der mit mir aufnehmen will? Na gut, Tekla, ich trink dich unter den Tisch. Ja, wenn ich wieder nüchtern bin, Alter. Alter. Ich frag mich gerade, ob ich die Grafik zu schlecht eingestellt habe. Ganz ehrlich? Sieht das Spiel nicht besser aus? Oder liegt es an diesem... Dass ich das Spiel zwinge, immer mit 60 FPS zu laufen. Also es läuft echt smooth. Macht's Spaß so. Öffnen die Segel. Mehr Segel! Segel! Hast du alles auf Ultra? Nein, natürlich nicht. Ich hab doch keine RTX 3080. Kein Wort über das Unheil, in das du uns geführt hast? Wir hatten in diesem Kampf keine Verluste und die Männer, die uns erniedrigt haben, sind tot. Was gibt es da zu sagen? Von allein. Wie wäre es mit, ich war dumm, selbstsüchtig, tollkühn, blind, störrisch und ich stinke nach Blut und Scheiße? Meine Fassung gefiel mir besser. Nach Blut und Scheiße. Eivor, sieh nur! Jemand errichtet einen Außenposten auf dieser Insel. Mal eben... Gefühlt würde ich sagen, also wir können mal gucken, ne? Extrem hoch, Weltdetails, Bodeneffekte, gehört da mehr? Nie. Wolken. Ja, mein Gott, Wolken halt. Schatten. Reißt das raus? An sich, ja, also mehr geht nicht. Es ist halt adaptive Qualität, ne? Hält die Framerate stabil. So. Könnte ich ja mal ausstellen zum Testen. Gucken, was jetzt passiert. Das Spiel neu starten? Ach komm. Also ihr meint wirklich, ich sollte mir Vikings angucken? Ich könnte es ja nochmal probieren. Add-ons werden gesucht. Was für Add-ons? Fortsetzen. Ich hoffe, ich bin wieder an der Stelle. So. Mahlzeiten und Pfeile. Sieht's jetzt besser aus? Das Spiel kann jetzt zumindest nicht mehr die Auflösung reduzieren, aber... Es sieht genauso aus wie vorher. Segel! Segel! Was? Y-Küste folgen? E zum Quest segeln? Ja, lol, ich muss gar nichts machen, oder was? Filmischer Kamerastil. Du bist recht still, Eivor. Kein Wort über das Unheil, in das du uns geführt hast? Wir hatten in diesem Kampf keine Verluste und die Männer, die uns erniedrigt haben, sind tot. Was Geil. Gibt es da zu sagen? Wie wäre es mit, ich war dumm, selbstsüchtig, tollkühn, blind, störrisch und ich stinke nach Blut und Scheiße? Meine Fassung gefiel mir besser. Eivor, sieh nur! Jemand errichtet einen Außenposten auf dieser Insel. Kirtwis Männer. Sie nagen an jedem feinen Fleckchen Land wie Hunde an einem Knochen. Selbst wenn du halb tot wärst, könnten wir sie leicht besiegen. Plündern. Was? Rauben wir! Los! Ihr Penner! Hast du dein scheiß Schild, Alter? Headshot. Arsch. Lol, da liegt seine Hand.
Langsam komme ich rein. Alle weggemäht? Komm, hier gibt's doch noch irgendeinen. Da! Bleibt was übrig. Gute Beute! Verschwinden wir! Alter! Wie gute Beute? Kein Loot? Scheiß Rabe. Schönen. Ja, wie ist jetzt die Waffe von meinem Daddy nach 3 Sekunden schon. Ist ja typisch besorgt, ne? Ja, klar. Knochenbeißer. Ha! Ist eine Zweihandwaffe. Achso, das ist eine Einhandwaffe? Zweihandwaffe, kein Schild mehr. Egal. Ich finde die trotzdem cooler. Wer braucht schon ein Schild? Ja! Weiter geht's. Küste folgen. Hier müssen wir an die Ruder. Alter, ihr segelt in die falsche Richtung. Ich muss doch. Nee, stimmt. Geldwie wird uns jagen. Rastloser und brutaler als zuvor. Überrascht dich das? Dieser Krieg tobt schon seit 3 Generationen. Warum sollte er jetzt nachlassen? Du brennst so vor Hass auf diesen Mann, Wolfsmal. Ich könnte mir die Eier dran wärmen. Wären dir ein paar Robbenfellhosen nicht lieber? Gib nur 8, Eivor. So viel Hass macht einen unvorsichtig. Was er deinem Vater antat, hat auch uns getroffen. Du stehst in diesem Kampf nicht allein. Können wir das nicht irgendwie beschleunigen? Da, warum trifft sich jetzt nach links? Björn wird zornig sein, dass du gegen seinen Willen aufgebrochen bist. Natürlich wird er das. Und du bist gar nicht besorgt deswegen? Ich sorge mich nur, dass unser König erst erkennt, dass ich recht habe, wenn es zu spät ist. Was ist mit Sigurd? Was würde er sagen? Wäre Sigurd hier, säße er neben dir, würde das Blut von seiner Axt wischen und in den Wind lächeln. Da oben, Leute. Was wirst du unserem König von diesem Missgeschick erzählen? Nur die Wahrheit. Wir griffen Kjötvis Feste an, töteten seine Männer und schwächten seinen Einfluss hier. Erwähnst du auch, dass du deine Mannschaft verloren hast und fast als Trell verkauft wurdest? Wird das auch Teil deiner Sage? Sollte ein Skalde wagen, diesen Vers zu singen, so wird es sein letzter sein. Lol. Home Sweet Home? Fragezeichen? Mach dort fest! Sieh an! Der Nährer der Raben kehrt zurück. Und nicht mal halb tot. Wir dachten, wir hätten dich verloren, Eivor. Diesmal wirklich. Wie immer ein herzliches Willkommen, Randvi. Du siehst wie Schlachtvieh aus. Was ist passiert? Nichts, was der Rede wert wäre, außer dass die Männer, die uns aufgehalten haben, tot sind. Und wie geht es dir? Es geht, obwohl ich viele Tage damit verbracht habe, den Zorn unseres Königs zu mildern. Er ist nicht gut, auf dich zu sprechen. Das habe ich erwartet. Und Sigurd? Ist er von seinen Raubzügen zurück? Er sollte heute zurückkommen.
Zuletzt hörten wir, er nähere sich Stavanger. Schön zu hören. Wir brauchen seinen Mut. Sigurd wird dich nicht vor dem Zorn seines Vaters retten, Eivor. Das solltest du inzwischen wissen. Verlief dein Raubzug nicht wie geplant? Pläne erfüllen sich selten. Aber wir töteten viele von Kjötvis Kriegern. Und ich fand dies. Die Axt meines Vaters unter den Toten. Nach so vielen Jahren. Du solltest sie zu Gunnar bringen. Er macht sie wieder scharf. Eine gute Idee. Nachdem ich beim König war. Eine richtig gute Idee. Davon rate ich ab. Vorerst. Er trifft sich mit einem Boten aus dem Norden. Ich kann warten. Ein Schatten liegt auf dir. Stimmt etwas nicht? Nach 17 Wintern die Axt meines Vaters zu sehen, hat mich etwas aufgewühlt. Ein Gefühl, das ich nicht mehr hatte seit er getötet wurde. Seit ich das hier erhielt. Erinnerungen vergangener Qualen. Trauer und Schmerz. Ich sollte mit Valkar sprechen. Vielleicht bringt sie Ordnung in meine Gefühle. Nimm dir Zeit, um erstmal anzukommen. Wir sehen uns beim Langhaus. Wenn man sich in dem Spiel rasieren kann, dann kriegt der erstmal einen anderen Bart. Ich glaube, du bist abgestumpft, Eivor, wie diese Axt. Vielleicht kann dir Gunnar bei beidem helfen. Ich lasse es dich wissen. Durch Ehre, Alter, gebunden. 2 Fertigkeitspunkte. Eivor, siehst entschlossen aus. Willkommen zu Hause. Dann Fertigkeitsmenü. Knotentypen. Wenn du Fertigkeitspunkte bei Knoten einsetzt, verbessern sich deine Kampffertigkeiten. Gesamtstärke. Fertigkeitspunkte, die Knoten zugewiesen sind, erhöhen deine Stärke. Nahkampf. Schleichen brauche ich nicht. Fernkampf. Nahkampfwiderstand. Boah, kann man mal stampfen. Nice. Da muss ich erstmal hinkommen, ne? Okay, und hier? Was wäre hier? Schleichender Kunde. Braucht kein Mensch. Okay, wir bleiben mal hier. Nahkampf, Widerstand. Haben wir noch mehr? Ach, wir haben noch 3. Stärke 5. Prima. Läuft doch. Irgendwelche Quests? Ja, ist ein Quest-Logbuch. Okay, Familienangelegenheit. Sprich mit Gunnar dem Schmied. Das machen wir jetzt mal. Ich hab noch den 2 Hände in der Hand, ne? Nice. Eivor, hast du einen Schätze mitgebracht? Mein Boot kam mit der ganzen Mannschaft zurück. Das ist mehr wert als Silber. Das zählt nicht. Du brauchst Silber. Aber ich habe einen Kohleball eingesammelt. Sei still, Holb. Woher willst du das wissen? Du warst noch nie plündern. Sei du doch still. Alter, wir müssen noch mal ins Grafik gehen, ja? Das muss doch besser gehen. Das sieht doch scheiße aus. Ich bin gerade voll enttäuscht. FPS-Limit, doch, den muss ich den schon drin lassen, aber wenn ich hier auf extrem hoch gehe. Ja, Anti-Aliasing wird mich töten. Wobei, scheiß drauf. Jetzt müsste alles auf Maximum sein. Ne? Mehr geht nicht in diesem Spiel. Nochmal. Mehr geht nicht. Für extrem hohe Details braucht man eigentlich mindestens eine 2070 Super und ich habe ja nur eine 2070. Mal gucken. Hier geht's auf jeden Fall noch butterweich. Und es sieht aber nicht besser aus.
fühlt sich nicht mehr an wie 60 FPS. Hast du ein Schätze mitgebracht? Mein Boot kam mit der ganzen Mannschaft zurück. Das ist mehr wert als Silber. Das zählt nicht. Du brauchst Silber. Ja, schon. Und Juwel. Sei still, Holm. Es läuft definitiv schlechter, aber es sieht nicht besser aus. Hallo, Ava. Irgendwas gefangen? Heute nicht. Es beißt einfach nichts an. Zu viele Schiffe wühlen das Wasser auf. Ich habe nicht die Geduld, um mit der Rute zu angeln. Mit dem Bogen wäre ich sicher besser. Fische mit dem Bogen schießen? Das könnte klappen. Alter, ich muss nochmal die Grafikoption. Es tut mir leid. Also, ich hätte schon gerne, dass es... Es ist das Anti-Aliasing, ne? Wir können ja ein paar Sachen extrem hoch lassen. Ich habe gelesen, die Wolken soll man nicht auf extrem hoch stellen. Schatten, so, Wasser hoch, ja. Ja. Umgebungstexturen. Charaktertexturen, dass da nicht mehr geht? Bewegungsunschärfe aus. Den Scheiß wollen wir nicht. So. Also nochmal. Mir ist es schon... Mir wird das schlecht. Also wenn ich nicht konstant 60 FPS habe, wird mir irgendwann schlecht. Das ist ganz komisch, ja. Das muss einfach smooth laufen. Und ich habe gerade nichts gesehen, was auf Ultra High besser aussehen würde. Vielleicht liegt es an diesem Stadtgebiet, ja, was einfach nur so trostlos im Schnee. Aber die Charaktere sehen auch nicht so geil aus. Ich war auch bei Watch Dogs so enttäuscht von der Grafik. Es ist halt alles noch so. Es sind ja keine Next-Gen-Spiele, die erscheinen zwar alle beide auch für PS5 und für die neue Xbox, aber halt auch für die alten Konsolen. Und das ist. Warum die dann so fucking Hardwarefresser sind, das verstehe ich aber wieder nicht. Yo. Ja, jetzt batscht's wieder. Ich kenne das alles. Eivor! Hast du ein Schätze mitgebracht? Nein, Miri. Mein Boot kam mit der ganzen Mannschaft zurück. Hallo, Ava. Warte mal, wo ist der Schmied? Kommt und trinkt! Lasst uns die Götter unterhalten! Dieses Land wird nie aufhören, solange die Klan sich bekriegen. Wer möchte eine Geschichte hören? Wer hätte Freude an einer Göttergeschichte? Hier. Es gab immer Krieg, sogar... Wolfsmal, willkommen zurück. Gunnar. Ich habe hier etwas, das du sehen musst. Bei Thors Donnerschlag! Ist das die Axt deines Vaters? Diese Schönheit habe ich nicht mehr gesehen seit... Naja, schon lange nicht mehr. Ich habe sie vor langer Zeit geschmiedet. Sieht immer noch gut aus. Eine meiner besten, finde ich. Die Klinge ist stumpf, aber sie liegt gut in der Hand. Kannst du sie schärfen? Ich kann ihre Schneide verbessern und den Griff verstärken. Und wie es das Schicksal so will, habe ich noch einen Barren dafür übrig. Bist du sicher? Die Nornier haben es so eingerichtet. Aber bring in Zukunft deine eigenen Barren mit. Aus Luft kann ich nichts schmieden. Ausrüstung verbessern. Wenn du Barren in der Schmiede der Siedlung bringst... in die Siedlung bringst, kann Gunnar Rüstung und Waffen damit aufwerten. Dadurch werden Runenplätze freigeschaltet und die Objekte sowie auch ihr Aussehen können weiter verbessert werden. Feine Bartaxt zu überlegene Bartaxt. Dadurch ändert sich, sie kriegt einen Runenplatz. Und
Nummerplatz? Das sollte reichen. Noch etwas? Habe ich? Wo steht denn, was er dafür haben will? Rabenklor-Rüstung. Die Werte verbessern sich ja natürlich nicht. Ja, lass mal. Brauchst du sonst noch etwas? Nein, Schnauze. Das wäre erstmal alles. Komm jederzeit wieder. Oder auch nicht. So, dann möchte ich nochmal in mein Inventar. Wie kann ich den Runenplatz belegen? Kleine Rune des Zorns. Okay. Nein, ich möchte nicht mein Geschlecht ändern. Ich habe das Inventar entdeckt, ne? Tuskenbarren 0. Kohlebarren hätten wir noch. Titan 0. Schön. Hab ich jetzt wieder ausgerüstet, dann muss ich auch. Boah, ich kann sogar zwei Äxte in die Hand nehmen. Scheiß auf ein Schild. Ich habe zwei Äxte. Noch geiler. Wir waren hier verarmt. Die sitten und mordeten in Odins großer Halle. Gullveig von den Vanir wurde getötet und verbrannt. Nicht einmal, sondern dreimal. Dann ward sie wiedergeboren als Freya, Mutter. Hallo, Thekla. Was brauchst du? Albus sagt, das Gebräu wäre zu stark. Kannst du ein paar Runden vertragen? Ja! Ich leere so viele Hörner, wie du willst. Von den Waren hier wurde getötet. Warum? Dann ward sie wiedergeboren als Frau. Der Seele. Was muss ich tun? Sauf! 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 Oh fuck. Yay! Noch einen! Komm her! Ich liebe dieses Spiel. Auch wenn das ziemlich dämlich ist. Was, Alter? Ah, was? Los! Komm schon! Arschlinge hätten sich eingepisst oder wären umgefallen. Halb saufen verloren, Alter. Jetzt bin ich alle aufnehmen will? Na gut, Thekla, ich trink dich unter den Tisch. Ja, wenn ich wieder nüchtern bin, Alter. Alter. Warte mal. Kommt und trinkt! Warte mal. Lass uns die Götter unterhalten! Gibt es keinen, der es mit mir aufnehmen will? Ich habe im Saufen verloren. Wo muss ich eigentlich hin? Hallo. Nein, ich brauche jetzt. Nun muss ich gehen. Auf bald. Ciao. Bin ich wieder nüchtern? Ach komm, ich bin wieder nüchtern. Alter, komm her. Kommt und trinkt. Lasst uns die Götter unterhalten. Hallo, Thekla. Was brauchst du?
Halbes sagt, das Gebräu wäre zu stark. Kannst du ein paar Runden vertragen? Gib her jetzt rechts. Okay. Stirb. Wappern. Schwitzt dir. Wird jetzt gerade schon wieder schlecht. Verdammt. Komm hier führen. Noch. Yes! Wie bei Odin ist Mehl mein Lebenssaft. Gut getrunken. Gut gemacht. Was hab ich jetzt gewonnen? Gut getrunken. Nix. Gemacht. Gibt es keinen, der es mit mir aufnehmen 40 will? Silber, yeah. Na gut, Tekla, ich trink dich unter den Tisch. Oh. Alter.